Der Rinderzüchter Hannes Grasser im obersteirischen St. Lorenzen wollte im neu errichteten Stall seinen Tieren so viel Komfort wie möglich bieten. Es ist ein wahres Milchviehparadies entstanden und damit einer der modernsten Rinderställe Österreichs geworden. So kann das gute Leben einer Milchkuh aussehen. Ob auf Stroh gebettet in den Abkalbeboxen oder auf Nadeleinstreu im weiträumigen Stall für die Milchkühe. Ein Blick auf den Stall im obersteirischen St. Lorenzen. Der Bau ästhetisch, luftig leicht, von der Familie Grasser großzügig konzipiert mit einer Dachfläche von rund 1500 Quadratmetern. Der Neubau ist deswegen zustande gekommen, es muss ja ein Einkommen noch her für den Sohn. Nicht? Und dann haben wir gesagt, in der Familie kann man das dann schaffen, dass man mehrere Kühe betreibt. Und deswegen haben wir den Neubau so tierfreundlich wie möglich gestaltet, dass das Tierkomfort in erster Linie steht und dass die Tiergesundheit natürlich passt. So modern die Stallanlagen auch gestaltet sind, einen Melkroboter sucht man vergeblich. Eine Entscheidung des Vaters, die auch von Sohn Michael mitgetragen wird. Wenn ich in der Früh um 7 Uhr aufstehe oder um 8 Uhr oder um 9 Uhr, ist beim Milchroboter wurscht. Und so muss ich halt um 5 Uhr aufstehen. Aber ich sehe genau, ich weiß, meine Viecher sind alle gemolken, es sind alle gesund, es passt alles. Und das habe ich beim Milchroboter halt eindeutig nicht. Dass sich die Kühe nach dem Abkalben nur zögernd auf den kalten, harten Boden legen, diese Beobachtung des Rinderzüchters war der Grund für eine Einstreu besonderer Art. Die Grundlage dafür sind Äste von Nadelhölzern aus der Region. In einem nahegelegenen Biomassebetrieb werden sie zu Biomasse und Kompost verarbeitet. Warmer Dampf mit Tannenduft steigt auf aus dem bereits gehäckselten Material. Im nächsten Arbeitsschritt werden die Fichtennadeln von den gröberen Holzteilen getrennt. Der große Unterschied von einer Nadeleinstreu zu einem anderen Einstreumaterial ist der, dass es zum einen hundertprozentig aus unserer Region kommt. Also wir können das aus den Schlagerbraum aus unseren Wäldern zu uns bringen bei Naturgut und dann weiterverarbeiten. Und ein weiterer Vorteil ist, dass das ein hervorragender Dünger dann in Folge, wenn das fertig kompostiert ist, für den Anwender ist. Der weiche, warme Untergrund ist für die Kühe nicht nur angenehm beim Liegen und Aufstehen. Der weiche Tritt der schwergewichtigen Tiere verhindert auch die gefährlichen Klauenerkrankungen. Das Schöne ist, dass die Kühe auf gute Haltungsbedingungen mit mehr Milch reagieren. Gutes Wasser zu trinken, das wichtigste Futtermittel überhaupt für die Tiere. Und wie man hier sieht, extrem viel Luft, das ist das, was die Tiere brauchen. Und durch diese verbesserten Haltungsbedingungen sind die Tiere auch in der Lage, ihr genetisches Potenzial, das sie auch immer schon hatten, wirklich so auszuschöpfen, dass es für die Kühe angenehm ist, in einem höheren Leistungsniveau auch sehr gesund alt zu werden und dem Landwirt durch viel Milch auch viel Freude zu bereiten. Gegen Abend werden die Rinder gefüttert. Es geht dabei um eine tägliche Ration von 7 Tonnen Futter. Die Hauptkomponenten sind Grassilage, Maissilage, es ist ein bisschen Stroh drin aus Rohfaser, sind dann die ganzen Getreidekomponenten, Soja, ihre Getreideart ist enthalten, Rurmschnitz sind enthalten und als Besonderheit haben wir Schnittenbruch aus einer sehr namhaften Firma aus Wien und das verfüttern wir unseren Tieren. Während der Fütterung sind die Liegeflächen frei. Diese Zeit wird genutzt, um die Nadeleinstreu zu wenden, zum Wohlbehagen von Lisa und Co. Denn die Grassers kennen jede der über 100 Kühe beim Namen. Das ist die Amedli, die Nummer 16. Das ist die Gucki davor. Das war von unserer ersten Bundesrinderschau-Kuh. Ist eine Tochter davon. Das ist die Gypsy. Das ist ein ganz schmiegsamer, der rennt danach als wie ein Schaushund. Ein paradiesisches Leben also, das die Kühe hier führen, wo selbst die Nachbarskühe neidisch beim Fenster hereinschauen. Von einer Karikaturistin humorvoll interpretiert.